Herzlich willkommen zu unserem 60-Minuten-Kompakt-Workshop zum Thema Psychologie von VXG. Mein Name ist Thomas Franke und ich bin heute gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Jakob Stahl Ihr Host. Das heißt, ich heiße Sie auch im Namen des gesamten Renobil-Teams der Uni Lübeck herzlich willkommen. Und damit Sie ein bisschen Kontext zu mir haben, ich bin seit 2016 Professor für Ingenieurpsychologie und kognitive Ergonomie hier am IMIS, also Institut für Multimediale und Interaktive Systeme an der Uni Lübeck. Also ein Psychologe als Professor an einem Medieninformatikinstitut, der sich für Energiethemen interessiert. Das kann was werden. Davor war ich 8 Jahre in der Arbeitsgruppe von Josef Krems an der TU Chemnitz, was ja quasi der Geburtsort der psychologischen E-Mobility-Forschung in Deutschland ist. Also googeln Sie einfach mal Josef Krems und Google Scholar. Also zumindest haben wir da seit 2008 E-Mobility-Kundenstudien im Feld gemacht mit BMW, Vattenfall, vielen anderen Partnern im Rahmen der Mini-E-Feld-Studien und später der BMW Active-E-Field Trials. Und Josef Krems war wohl auch der Erste, der 2014 eine ingenieurpsychologische Doktorarbeit zum Thema abgenommen hat, also zum Thema E-Mobility abgenommen hat. Und ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute auch zwei sehr spannende Special Guests haben, nämlich mit Michael Fischer und Max Vetter. Zwei Impulsgeber am Ende dieser Session haben werden, die uns nochmal ihre Vision von VXG ein bisschen mit auf den Weg geben oder uns daran teilhaben lassen. Gut, starten wir also in den Workshop. Und zwar mit einem Sommertag in 2021. Gut, der Workshop heißt ja Psychologie von Vehicle X Grid. Also lassen Sie uns zum Start doch mal ganz klassisch psychologisch die Wunderfrage stellen. Stellen wir uns also vor, Sie wachen im Sommer 2021 auf, Corona ist Vergangenheit und Vehicle to Grid ist Realität. Was würden Sie tun? Nun gut. Stellen wir uns vor, Sie sind mit dem Zug für eine Woche nach Lübeck gefahren, an die Ostsee. Klar, Marzipan, Weltkulturerbe, Badeurlaub, fast 900 Jahre beeindruckende Geschichte als Königin der Hanse und damit seit 1280 die erste Adresse für Sharing Mobility. Über das Roaming-Programm, also Quernutzung, können Sie mit dem Carsharing-Vertrag aus Ihrer Heimatstadt auch die über 80 Fahrzeuge von Stadtauto in Lübeck direkt nutzen. Schließlich haben wir in Lübeck mit Stadtauto einen erfahrenen Carsharing-Betreiber, der schon seit 30 Jahren fast 30 Jahren Erfahrung im Betrieb von Carsharing-Flotten hat. Oder Sie erkunden Lübeck mal mit dem E-Scooter oder auch mit dem Elektrobus. Schließlich haben wir in Lübeck schon seit 2017 Elektrobusse. Und am Abend nutzen Sie dann den Ride-Pooling-Service vom Stadtverkehr. Denn ja, Lübeck hat schon seit 2018 einen Ride-Pooling-Service direkt vom lokalen ÖPNV-Anbieter. Nicht umsonst ist es also so, dass Lübeck im Januar 2019 den ersten Platz im Bundeswettbewerb Stadtland Digital geholt hat und auch 2020 wieder laut Bitkom Smart City Index zu den größten Aufsteigern gehört. Aber genug des Stadtmarketings, weil Sie sind natürlich aufgrund Ihrer Affinität zur Elektromobilität nur wegen einer Sache nach Lübeck gekommen. Und damit meine ich nicht, dass Sie die Einladung der Kollegen von der Uni Lübeck angenommen haben, die ich jetzt hiermit nochmal ganz explizit ausspreche. Nämlich bei Ihrem nächsten Lübeck-Besuch auch den ersten Elektroauto-Fahrsimulator basierend auf Beamengine Research auszuprobieren, der gerade bei uns am IMIS im neuen VR-Lab entsteht. Nein, Sie wollen mit Ihrem Carsharing-Vertrag aus Ihrer Heimatstadt mal die neueste Sharing-Mobility-Perle in Lübeck testen, nämlich das erste voll integrierte VXG-Sharing-Carsharing in Deutschland. Und das geht ganz einfach. Sie fahren einfach mit dem E-Scooter oder dem E-Bus in den Hochschulstadtteil, scannen dort am Stationsschild, was Sie oben rechts sehen, den QR-Code und können sich nun direkt in die Fahrzeuge setzen. Aber Sie können nicht nur das, Sie können die Fahrzeuge nicht nur direkt nutzen, sondern Sie können auch direkt die Renobil-App ausprobieren und einen Blick in das offene Reallabor für nutzerzentriertes bidirektionales Laden werfen. Gut, ich kann Ihnen natürlich nicht versprechen, dass Corona im Sommer 2021 Vergangenheit ist. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie im Sommer 2021 Renobil in Lübeck erleben können. Damit lade ich Sie für die folgenden Minuten auf eine Reise in diesen Sommer 2021 ein. Und das ist unsere Agenda. Also, wir starten mit der Beschreibung des Renobil-Reallabors. Dann schauen wir uns das Thema VXG-Enabler an. Wie kombinieren wir Psychologie und künstliche Intelligenz? Werden einen kurzen Exkurs zum Thema ein digitaler Zwilling machen und haben dann am Ende die schon angekündigten zwei Impulse von Herrn Fischer und Herrn Vetter. Gut. Noch eine wichtige Vorbemerkung. Heute geht es mal nur um Psychologie und KI-Optimierung im Kontext von VXG. Das heißt, Themen wie Energiepolitik, Energieökonomie und wie sie alle heißen, müssen mal draußen bleiben, damit wir uns konzentrieren können. Wir gehen also heute mal für diesen Workshop davon aus, Vehicle to Grid ist technisch, politisch, regulatorisch und so weiter möglich und einfach in jedem Fahrzeug und an jeder Ladesäule verfügbar. Und am Ende sollten wir ja sowieso von Vehicle X Grid sprechen.
Denn unidirektionales, bidirektionales, gesteuertes Laden sollten wir einfach integriert betrachten. So zumindest unsere Perspektive hier im Projekt Renovil. Und falls Ihnen das jetzt noch schwerfällt, dann habe ich eine Idee für Sie, nämlich denken Sie doch einfach mal an eine gute, präzise Rasur. Also ich meine natürlich eine gute Lastspitzenrasur. Also denken Sie doch einfach mal, Sie wären eine Firma, mit die einen Lastspitzentarif hat und eine Flotte von, sagen wir mal, 20 E-Fahrzeugen. Sagen wir mal, Sie haben sich Nissan Leafs mit 62 Kilowattstunden Batteriekapazität pro Fahrzeug gekauft. Ihre Firma spart also bares Geld, wenn Sie die Lastspitzen im Firmennetz abfedern können. Und klar, wenn Sie die Lastspitzen gut vorhersagen könnten und alle Autos dann vor der Lastspitze vollgeladen an der Ladesäule stehen würden, dann hätten Sie ja eine virtuelle Batterie von, mal ausrechnen. Natürlich ist nicht die ganze Batteriekapazität nutzbar, aber zumindest haben Sie 200 kW Leistung in Summe. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer. Gut. An dieser Stelle möchte ich Ihnen mal einen Blick geben in eine spannende Arbeit, die Studierende der Medieninformatik, des Masterstudiums Medieninformatik an der Uni Lübeck in den letzten 3 oder 4 Wochen gestaltet haben. Die haben sich nämlich überlegt, wie müsste man denn eigentlich Vehicle-X-Grid Menschen vermitteln, so dass es wirklich motivational und emotional ansprechend ist. Und das erste Video von 2 Videos, von 5 Videos, was ich Ihnen heute gerne zeigen möchte, mehr Zeit haben wir leider nicht, ist das Video, was ich mal hier betitelt habe mit Vehicle X-Grid und Popcorn. Also viel Spaß damit. Eine umweltbewusste Lebensweise kennt keine Grenzen. Wir können unser tägliches Leben weiter optimieren, um unseren Planeten aktiv zu schützen. Dafür entwickeln wir innovative Technologien, die es uns ermöglichen, unsere energiebewusste Lebensweise konsequenter umzusetzen. Elektrobetriebene Fahrzeuge sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Doch fehlen uns heute die entscheidenden Technologien, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Es ist nicht nur wichtig, Energie zu sparen, sondern die Ressourcen auch optimal auszunutzen und den Verbrauch dementsprechend zu verteilen. Elektrofahrzeuge zum Beispiel. Diese werden derzeit häufig voll aufgeladen und stehen dann nur rum, obwohl der gespeicherte Strom bei Nichtnutzung auch in das lokale Stromnetz zurückgespeist werden könnte. Aber Moment mal, wie funktioniert das überhaupt? Die Fahrzeuge werden geladen, wenn viel Strom zur Verfügung steht und nur wenig genutzt wird. Zum Beispiel in einer windigen Nacht, wenn alle schlafen. Das geladene Auto könnte dann als eine Art Powerbank dienen, die ihren Strom wieder abgibt, wenn er benötigt wird. So kann der mit Wind gewonnene Strom auch an windarmen Abenden genutzt werden, wenn alle Familien zu Hause einen Film schauen und Popcorn zubereiten. Diesen Moment, in der all unsere Popcornmaschinen auf Hochtouren laufen, nennen wir Lastspitze. Solche Lastspitzen können wir mit Hilfe des Stroms aus einer großen Powerbank abflachen. Doch wer sagt dem Auto nun Bescheid, dass wir den Strom aus seiner Powerbank brauchen? Und es sich aber auch von alleine wieder auflädt, wenn der Filmabend vorbei ist. Im Forschungsprojekt Renobil wollen wir KI-basiert mit modernster Technologie eine intelligente Energieverteilung schaffen. Gehören Sie zu den allerersten, die mit den Renobil-Stadtautos dieses neue und zukunftsfähige System ausprobieren darf? Helfen Sie dabei, einen Schritt in Richtung Zukunft zu wagen. Denn nur durch innovative Technologien in Kombination mit umweltbewussten Nutzern können wir die Energiewende herbeiführen. Mit Ihnen können wir die Vision umsetzen. Renobil. Okay, und das ist doch die ideale Überleitung, um tatsächlich in das Projekt Renobil einzusteigen. Und an der Stelle würde ich sehr gern übergeben an denjenigen, der das Projekt Renobil zurzeit bei uns an der Uni Lübeck am intensivsten auf allen Ebenen vorantreibt und alle Strippen zusammenhält, nämlich Markus Gödger. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich alle sehen und hören. Und nach diesem anschaulichen Intro unserer Studierendengruppe möchte ich nun das Projekt Renobil gerne ein bisschen genauer vorstellen. Renobil steht für Reallabor nutzerzentriertes bidirektionales Laden und beschäftigt sich eben mit den Herausforderungen des Vehicle X-Grid. Und jetzt werde ich so immer so ein bisschen den Professor Franke treiben. Das ist nicht unhöflich gemeint. Noch jetzt auch nicht. Wie Professor Franke also schon erwähnt hat, Vehicle X-Grid ist ein Überbegriff für mehrere technologische Ansätze bei der Ladung von Elektrofahrzeugen, also auch gesteuertes unidirektionales Laden und bidirektionales Laden. Also aus einer Ladestation wird plötzlich ein komplexes Energiesystem, das zum Beispiel zum Lastspitzenausgleich oder zur Speicherung von grünem Strom genutzt werden kann. Aber doch klar ist, dieses Potenzial kann nur effizient genutzt werden, wenn der Nutzer auch mitmacht. Denn die Herausforderungen, die daraus folgen, die sind nicht unerheblich. Was ist, wenn ich plötzlich eine weite Strecke fahren muss? Wer hat jetzt eigentlich die Kontrolle über meine Batterieladung?
Und ist es nicht eigentlich auch schädlich für die Batterielebensdauer? Die Folge ist mehr Aufwand, Unsicherheit und Stress. Und ja, damit geht da eben einfach eine höhere Herausforderung für den Nutzer und die Nutzerin einher. Und diese VXG-Challenge möchten wir angehen. Genau, Klick. Das sind die beiden Heimatinstitute der Professoren Franke und Leuker der Universität zu Lübeck, also das IMIS und das ISP. Zudem unterstützt uns der lokale Carsharing-Anbieter Stadtauto als Kooperations- und Servicepartner. Und wir sind im Austausch mit Professor Weber der FH Kiel, der sich mit Batteriemanagement und State-of-Health-Analysen beschäftigt. Klick. Im Kernteam von Renobil aus den Instituten IMIS und ISP versuchen wir also Lösungen für die VXG-Challenge zu erforschen. Ja, und dazu haben wir das Renobil-Labor direkt am Audimax der Uni Lübeck aufgebaut. Zentral und gut sichtbar besteht das Labor aus zwei Fahrzeugen, zwei Nissans, die bidirektional ladefähig sind, zwei Ladesäulen von Evitec und einer Pufferbatterie von Evitec. Der Hochschulstadtteil, ein neues Stadtteil mit vielen jungen Familien, grenzt direkt an das Labor an und ist eine gute Grundlage für unsere Nutzerakquise. Und tatsächlich konnten wir auch schon erfolgreich die Hardware der Stationen aufbauen. Hier sehen Sie also den aktuellen Aufbau. Und insgesamt stehen hier auch zusammen mit der Pufferbatterie unten rechts insgesamt 126 Kilowattstunden Batteriekapazität. Ja, und die müssen jetzt natürlich auch genutzt werden. Wie wollen wir das machen? Auf der nächsten Folie sehen wir, dafür arbeiten wir eben mit Stadtauto zusammen, die die Fahrzeuge als Fremdfahrzeuge in ihre Carsharing-Flotte integrieren und damit auf einen Schlag 4000 eigene Kunden und ganz vielen Quernutzern aus anderen Städten verfügbar und nutzbar machen kann. Ja, doch die Stadtauto-Kunden sind nur ein Teil der Nutzer. Noch dazu haben wir selbst schon unterschiedliche Nutzergruppen identifiziert, denen wir über Stadtauto dann einen einfachen Zugang zu den Fahrzeugen ermöglichen können. Diese Nutzergruppen interessieren uns ganz besonders, da sie unterschiedliche Mobilitätsanforderungen haben. MitarbeiterInnen der Uni Lübeck müssen weite Strecken zur nächsten Konferenz fahren. Mitarbeiter des technischen Betriebs fahren kurze Strecken mit schwerer Beladung. Und ja, die Bewohner und Bewohnerinnen des Hochschulstadtteils können die Fahrzeuge fast wie ihre Privatfahrzeuge nutzen. Und mit all diesen Nutzern möchten wir erforschen, wie die Nutzung von VXG besser werden kann. Solche Lösungen fassen wir als VXG-Enabler zusammen. Das können beispielsweise Systeme sein, die die psychologischen Herausforderungen bei der Nutzung adressieren, um einerseits VXG optimal nutzen zu können, und VXG besser verstehen zu können. Ja, also zum Beispiel Anreizsysteme und Informationssysteme, die mir dabei helfen, hier das Informationssystem, wie weit komme ich mit der Ladung, die jetzt gerade im Auto noch verfügbar ist. Das sind nicht immer 100%, die brauche ich auch meistens nicht. Ja, und Anreizsysteme helfen mir dabei, vielleicht auch ein bisschen bei der Flexibilität der Startzeit, der Endzeit ein bisschen ja, mehr Freiraum zu lassen. Und das macht natürlich alles umso mehr Sinn, je stärker die Ansätze mit psychologischen Theorien fundiert sind. Und ja, solche Theorien sind vielfältig, beispielsweise die Prospect Theory. Und einen kurzen Einblick in die Theorien wird jetzt nochmal Professor Franke geben. Ich wollte ja unbedingt einen Teil Vorlesung halten, aber ich halte ihn so kurz wie möglich. Also jetzt bekommen Sie einen Einblick in meine Vorlesung, Motivation und Emotionen in der Mensch-Computer-Interaktion und gleichzeitig meine Lieblingstheorie. Ich frage bei Bewerbungsgesprächen immer gern die Bewerber und Bewerberinnen, was denn ihre Lieblingstheorie? Das ist meine. Und ich starte die Vorstellung dieser Theorie mit einer ganz einfachen Frage, die Sie möglicherweise schon kennen. Na, also die Frage, was haben denn eigentlich Geld, Zeit, Reichweite, Flexibilität und Emissionsfreiheit gemeinsam? Klar, es sind alles Ressourcen für uns, na, mit denen wir irgendwas erreichen können. Für alle Ressourcen gelten die gleichen Gesetze der psychologischen Verhaltensökonomik. Und am Ende kann ich alle Ressourcen tauschen und handeln. Also Zeit gegen Geld, Emissionsfreiheit gegen Flexibilität. Alles hat seinen Preis, aber die Frage ist natürlich, welchen Preis? Das zeigt uns die Prospect Theory als eine zentrale Vertreterin der Verhaltensökonomie. Zum Beispiel zeigt uns die Prospect Theory, dass Verluste uns etwa doppelt so stark schmerzen, wie Gewinne uns Freude bereiten. Dafür kann man übrigens einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen für diese Aussage. Und ganz spannend ist an der Prospect Theory die Frage, was ist denn eigentlich ein Gewinn?
Die Prospect Theory sagt nämlich, wir beurteilen Gewinne und Verluste im Verhältnis zu unserem subjektiven Referenzwert. Na, wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel morgen sagen würde, wenn Sie bekommen jetzt eine Gehaltssteigerung von 10%, dann können Sie sagen, oh, super cool, 10%. Oder also ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen bekommen 20% Gehaltssteigerung. Oder eigentlich hatte ich mir doch eine 30%ige Gehaltssteigerung erwartet. Oder. Ne? Und je nachdem, welches Framing die sich nutzen, also die sich wählen, haben sie eine ganz andere Wahrnehmung einer Gewinn- oder Verlustsituation. Gehen Sie mal durch Ihren Alltag für ein paar Tage und achten Sie mal darauf. Das ist super spannend, wenn man mit der Theorie mal durch den beruflichen und privaten Alltag geht. Genau. Was wollte ich dazu noch sagen? Ja, genau. Und das heißt natürlich, dass wenn ich immer mehr digitale Ressourcenrepräsentationen über Interfaces habe, ne, wenn unser Alltag immer mehr digitaler wird, siehe Black Friday oder Cyber Monday, dann habe ich natürlich immer mehr auch einen Einfluss und gleichzeitig auch eine Verantwortung dafür, ob mein Nutzer oder meine Nutzerin eigentlich durch mein System und das, wie ich zum Beispiel Energiedynamiken repräsentiere, überhaupt akkurat entscheiden kann. Ne? Gebe ich dem Menschen überhaupt die bestmögliche Entscheidungsgrundlage? Weil das kann ich ja zum Beispiel so hier machen. Ne? Was sagen Sie denn zum Beispiel zu diesem Framing einer Entscheidungssituation? Also starte VXG-Ladung mit diesen Vorgaben oder starte Schnellladung ohne VXG? Ich würde ja mal sagen, das ist ganz heftiges Default-Nudging. Und dafür kann man übrigens auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Mehr dazu gibt es übrigens morgen im zweiten Adventskalender-Tweet. Das heißt, wenn Sie dem Hi Thomas Franke noch nicht gefolgt sind, können Sie das jetzt noch tun, wenn Sie auf Twitter sind. Genau, und an der Stelle möchte ich nochmal von der Psychologie zur KI und zur Optimierung übergeben. Und damit freue ich mich sehr, Martin, an dich zu übergeben. Ja, vielen Dank. Für diesen VXG-Enabler haben wir uns bisher verschiedene Ausprägungen von Ladestrategien und Rückspeisestrategien überlegt. Also eine offensichtliche Strategie ist natürlich, dass der Nutzer das Fahrzeug möglichst schnell aufladen möchte, also mit maximaler Leistung bis zum Zielladestand. Eine andere Strategie ist, möglichst grün zu laden. Das heißt, die Ladung wird verzögert, bis möglichst grüner Strom verfügbar ist auf der Stromangebotsseite, zum Beispiel aus Wind- oder Solarenergie. Oder der Nutzer möchte möglichst stabilisierend für das Netz laden bzw. zurückspeisen. Das heißt, in diesem Fall würde bei einer Lastspitze möglichst versucht, diese zu glätten durch Rückspeisung in das Netz auf Kosten natürlich temporär zumindest der Reichweite des Fahrzeugs. Oder eine vierte Strategie, möglichst batterieschonend zu laden. Das heißt, die Ladeenergie wird gleichmäßig verteilt auf die vom Nutzer angemeldete Standzeit des Fahrzeugs. Jede dieser Strategien definiert letztendlich eine bestimmte Leistung des Fahrzeugs oder der Ladesäule über die Zeit, was hier links unten dargestellt ist, zum Beispiel vom Schnellladen. Aber wir möchten dem Nutzer auch die Möglichkeit geben, seine Präferenzen auszudrücken und verschiedene dieser Strategien miteinander zu kombinieren und zu gewichten. Also der Nutzer kann diese Strategien mischen, zum Beispiel möglichst grün und stabilisierend, aber auch batterieschonend zu laden. Hier sehen wir einen Überblick über die Systemarchitektur grob von dem Renobil. Also ganz oben sehen wir die Hardware wiederum, die E-Fahrzeuge, Ladesäulen und Batteriespeicher. Dann haben wir eine ganze Reihe von Messeinrichtungen, Messgeräten, sowohl an den Komponenten auch als auch an den Übergabepunkten in das Netz. Und dann werden auch Fahrdaten natürlich der Fahrzeuge erfasst. Wir sehen ja wieder diesen VXG-Enabler als Komponente, wo diese Lade- und Rückspeisestrategien ausgeführt werden. Und diese ganzen Daten werden dann auf einer Plattform gesammelt und mit entsprechenden Interfaces den Forschern zugänglich gemacht und auch an interessierte Öffentlichkeit ausgespielt. Und man sieht, dass wir insgesamt also ein Reallabor haben mit sehr umfassender Messwerterhebung, sowohl im Netz, in der Ladeinfrastruktur, in den Fahrzeugen und auch in dem Nutzerverhalten gemeinsam. Okay, mit diesen gewonnenen Daten möchten wir nun verschiedene Fragestellungen beantworten.
Also wir möchten VXG unterstützen und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt mehrere Fahrzeuge an den Ladesäulen dranhängen und jetzt tritt so eine Lastspitze beispielsweise auf im Netz, dann ist ja die Frage, welche Fahrzeuge sollen jetzt herangezogen werden zum Entladen, wann sollen diese Fahrzeuge entladen werden und wie viel Energie soll entnommen werden aus diesen Fahrzeugen. Diese Fragestellungen kann man zumindest aus Sicht der Informatik als ein komplexes Optimierungsproblem sehen mit verschiedenen Entscheidungsvariablen und Randbedingungen. Die algorithmische Lösung eines solchen Optimierungsproblems erfordert dann wiederum entsprechende Modelle, um zum Beispiel die Netznachfrage zu prognostizieren, das Stromangebot, insbesondere erneuerbare Energien, vorherzusagen und auch das Nutzerverhalten für die Fahrzeuge dann entsprechend vorherzusagen. Wir haben ein Portfolio verschiedener Lösungsmethodiken und Ansätzen bisher, um solche Optimierungsprobleme zu lösen. Wir werden wahrscheinlich alle davon brauchen. Wir haben auch Kompetenzen in allen diesen vier Bereichen, die Sie hier sehen. Also wenn man dieses Optimierungsproblem in Form von mathematischen Modellen, Gleichungen ausdrücken kann, gibt es in Methoden der mathematischen Optimierung gemischt ganzzahlige oder Constraint-Optimierung hier links oben. Falls solche Modelle nicht zur Verfügung stehen, solche Gleichungen, kann man versuchen, diese aus den verfügbaren Daten und der entsprechenden neuronalen Netzstruktur beispielsweise zu erlernen, durch maschinelles Lernen, Methoden der künstlichen Intelligenz. Hier können wir in Renobil zurückgreifen auf ein KI-Labor bei uns in Lübeck mit entsprechender Ausstattung. Dann für die Prognose des Energiebedarfs eines Fahrzeugs entlang einer bestimmten Strecke verwenden wir modellbasierte Methoden, die wiederum auf Kartendaten zurückgreifen. Das sehen Sie hier links unten, also auch um Reichweiteprognose der Fahrzeuge dann zu machen. Und um letztlich wollen wir ein größeres System haben mit vielen Nutzern dann, um das Verhalten so einer ganzen Menge von Nutzern zu simulieren, zum Beispiel in einem Stadtviertel, kann man Methoden verwenden der Multi-Agenten-Simulation. Und mit diesem Stichwort Multi-Agenten-Simulation möchte ich gerne weiterleiten an Tim Schrills. Ja, genau. Ein herzliches Hallo auch von mir. Kann man mich gut hören? Ja, super. Perfekt. Ich möchte ein bisschen was über die Vision des digitalen Zwillings erzählen für das Projekt Renobil. Denn an der Stelle fragen Sie sich vielleicht, Klick, jetzt haben wir zwei Autos, wir haben eine Batterie und wir haben eine ganze Menge Nutzer. Und wie geht es jetzt an der Stelle weiter? Denn das, was wir ja haben wollen, ist eine Optimierung. Wir wollen das Ganze vernünftig optimieren können und diese ganze Infrastruktur nutzen. Und um das tun zu können, müssen wir im Vorhinein schon einschätzen können, was passieren wird in diesem System. Wir brauchen also eine Prädiktion über Reichweiten, über Ladestände, über Fahrten etc. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt optimal aus dem Renobil-Labor rausholen? Klick. Unsere Vision ist es, für die Renobil-Infrastruktur einen digitalen Zwilling zu erschaffen. Also wir müssen alle Komponenten auch digital repräsentieren. Das sind die Ladesäulen, das sind die Batterien und das sind aber auch vor allem die Nutzerinnen und Nutzer des Systems. Klick. Unsere Vision ist es, eine Multi-Agenten-Simulation aufzubauen, die auf den Renobil-Daten fußt. Das Reallabor, das wir bauen, ist also das Fundament für die Prädiktion für unsere Optimierung, die wir letztlich machen. Klick. Wir müssen uns also hier genau überlegen, wie könnte man so eine Simulation aufbauen mit einer großen Vielzahl an Agenten, die sich dort dann bewegen. Und auch hier spielt die Psychologie hinter VXG eine ganz zentrale Rolle, denn die digitale Kopie einer Batterie, die kann man sich doch noch ganz gut vorstellen, aber wie können wir menschliches Verhalten repräsentieren? Klick. Dazu brauchen wir eine Architektur dieser künstlichen Intelligenzen, die uns eine gute Darstellung von echten Zielen, Motiven und Entscheidungen ermöglicht. Klick. Das heißt, unsere Vision ist es, die Agenten hier mit verschiedenen Features auszustatten, mit Bedürfnissen nach Mobilität, nach Energie, nach Sicherheit und Zuverlässigkeit, mit subjektiven Annahmen über ihre Umwelt,
Zum Beispiel den Ladezustand Ihres Autos, den Aufenthaltsort einer Person, die Sie abholen müssen und dergleichen. Und mit Intentionen, die Sie verfolgen wollen. Also ob Sie zum Beispiel zulassen, dass eine Autobatterie Ihren Strom zurückspeist oder eben nicht. Klick. Und so die Vision, wenn wir das einmal haben und Agenten, die gut funktionieren, dann haben wir ein hervorragendes zusätzliches Werkzeug, um die Auswirkungen unserer VXG-Enabler auch testen zu können. Wie verändert sich das Verhalten, wenn Menschen ihren Mobilitätsbedarf ganz genau kennen würden? Welche Restreichweite brauchen eigentlich die Menschen, um nicht frustriert zu sein und um ihre Aufgaben erledigen zu können? Die Idee hinter dieser Version ist es also, die psychologische Forschung und moderne Agenten-KI-Systeme miteinander zu verbinden. Klick. Und da würde ich auch gerne die Frage einmal an Sie in die Runde geben, nämlich was wären Fragen, die Sie an eine solche Simulation stellen würden? Klick. Und dafür würde ich mich freuen, wenn Sie da auf Slido vielleicht auch nochmal Ihre Ideen eingeben, dass wir das einmal sammeln und dann zum gegebenen Zeitpunkt auch nochmal miteinander diskutieren. Genau, jetzt an dieser Stelle werfen wir die Zeitmaschine an, denn wir haben jetzt genau noch knapp 20 Minuten. Wir haben auf jeden Fall 10 Minuten eingeplant für die abschließenden Vorträge und auch nochmal gerne ein bisschen Pufferzeit. Deswegen würde ich jetzt, Jakob, dich kurz anschauen, was wir sozusagen von den restlichen Inhalten an der Stelle noch machen oder nicht machen. Und parallel können wir uns ja vielleicht einmal die Kennenlernfolien anschauen und dann sehr gerne zu reden. Und dann müssen wir gleich, glaube ich, mal gucken, dass wir an die zwei Impulse übergeben. Ja, ich denke auch echt jeden Tag, was das für ein Privileg ist, noch ins Office zu können. Von daher, ja, wir sind alle meisten im Homeoffice. Okay, wir haben einen ziemlichen Lübeck-Überhang. Spannend auch, dass Berlin so stark vertreten ist. Ja, sehr schön, freue ich mich. Okay, spannend auch, dass wir mehr Wirtschaft als Wissenschaft hier sitzen haben. Aber auch viele aus der Wissenschaft. Was ganz anderes würde mich natürlich spannend sehr interessieren, was da dahinter steckt. Ja, Elektroauto gefahren, sind schon die meisten. Elektro geladen, ich weiß nicht, wie sie fahren, ohne zu laden, aber ja, doch, ich kann mir durchaus vorstellen, ne, wenn man es nur mal testweise gemacht hat. Gesteuert geladen, bidirektional geladen. Ja. Aber nur 4% haben die richtige Antwort hier ausgewählt. Das ist natürlich schade. Nein, Spaß beiseite. Ja, genau, aber sozusagen das so ein bisschen als kurzer Überblick zum Thema, wie ist Ihre Vorerfahrung mit dem Thema VXG? Ja, und magst du dazu noch was sagen, Jakob? Genau, also das war auch die letzte Frage in diesem ersten Teil. Was braucht es, damit VXG 2025 allgegenwärtig ist? Information und Kommunikation, das sind bestimmt ganz, ganz sicher sehr, sehr wichtige Keywords, Stichworte hier. Das muss alles transparent werden und auch verstanden werden in der breiten Masse. Und da wollen wir ja auch versuchen, dran zu arbeiten, das eben mal im Alltag auszuprobieren und zu testen, wo sind denn da ganz konkret die Hürden für die Nutzer. Henne-Ei-Problem lösen. Also super spannende Antworten. Wie gesagt, wir haben nachher noch mal kurz eine Slido-Befragung, wo Sie Ihre Kontaktdaten angeben können. Und wir fragen das dort, ob Sie quasi vernetzt werden wollen und würden dann entsprechend Ihren Antworten auch diese Ergebnisse aus der Befragung hier nochmal an alle Teilnehmer des Workshops verteilen. Genau, dann würde ich eigentlich jetzt vorschlagen, Jakob, dass wir als erstes sozusagen in unsere beiden Impulsvorträge gehen, weil dann haben wir am Ende noch die 5 Minuten für einmal, dass Sie noch mit uns sozusagen sagen können, wie und ob Sie mit uns vernetzt bleiben wollen, also mit dem Projekt Renobil, mit der Uni Lübeck. Zum anderen haben wir die Möglichkeit, falls wir dann doch noch, also sozusagen das ist jetzt die Motivation für Sie, Herr Fischer und Herr Vetter, falls wir tatsächlich die Vorträge dann schon durch sind, können wir uns noch einen spannenden Use Case angucken. Für mich ist der spannende Use Case an Vehicle X Grid ja Vehicle X Sauna, aber Vehicle X Camp ist auch eine spannende Vision und da haben wir noch ein Video. Das heißt, an der Stelle würde ich direkt mal, oder sag kurz, Jakob? Genau, während hier der Technikwechsel funktioniert, würde ich gerne eine Frage nochmal zurückspielen aus dem Chat.
Oh ja. Also ihr könnt gerne euch schon um den Wechsel kümmern zu Herrn Fischers Folien. Und ich würde das, glaube ich, am ehesten an Markus und an Martin weiterleiten. Wie verhält es sich mit der Sicherheitsabschaltung im Falle einer Netzbeschädigung oder einem Brand? Haben wir in der Richtung schon uns informiert, beziehungsweise wisst ihr, wie unser Aufbau da, unser Labor in so einem Fall reagiert? Also ich kann ganz kurz mal drauf eingehen. So richtig eine Antwort kann ich nicht geben, weil ich ja auch Psychologe bin. Und ich habe da also auf die ganzen Menschen, schlauen Menschen, die das Labor tatsächlich aufgebaut haben, auch vertraut. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Pufferbatterie von EVTEC auch ein eigenes Batteriemanagement hat, das zum Beispiel die Temperatur überprüft und bei zu hoher Temperatur dann die Funktionalitäten abschaltet. Ja, vielleicht bei den Autos. Nur aufgrund der Zeit würde ich sagen, vielleicht Martin sehe ich noch eine kurze und knappe Antwort, Martin. Ich hätte genau eine ähnliche, in die gleiche Kerbe gehaut. Also diese Batterien, die eigentlich gefährlich sind, weil sie eben Brände verursachen können im Extremfall, sind mit einem Batteriemanagementsystem ausgestattet natürlich, was die Ströme und Spannungen und Temperaturen überwacht und dann, falls man außerhalb eines sicheren Bereichs kommt, diese dann abschaltet. Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, jetzt können wir uns freuen auf den Impuls von Michael Fischer. Insoweit, Herr Fischer, vielen Dank, dass Sie heute da sind und die Bühne ist Ihre. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Professor Franke, für die einleitenden Worte. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und auch Super. Die Folien sehen. Ich werde auch versuchen, die Zeit wirklich einzuhalten und mich kurz zu fassen. Also auch von mir guten Morgen, mittlerweile guten Mittag an alle Teilnehmer. Ja, Mobilität und energieintegriert denken. Warum? Warum halten wir das für nötig? Und warum haben wir daraus unsere, ja, wir haben es IMAS-Strategie genannt. Warum haben wir die dafür entwickelt? Und das sind genau die Fragen, die ich jetzt versuche, in ein paar Minuten zu beantworten. Und wenn danach gerne noch Fragen kommen, dann kann ich die gerne auch im Nachgang noch beantworten. Ja, ich denke, der Trend und die Notwendigkeit zur Elektrifizierung, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Der ist unumkehrbar und auch wir als Honda haben angekündigt, dass global 2/3 unserer Verkäufe bis 2030 elektrifiziert sind. Jetzt ist Europa natürlich sowohl wirtschaftlich als auch technologisch natürlich eine Vorreiterregion. Und hier haben wir gesagt, das müssen wir noch deutlich verschärfen. Und wir werden bis 2022 hier eigentlich alle unsere Fahrzeuge elektrifiziert haben. Das beinhaltet natürlich auch Hybridfahrzeuge. Wir favorisieren da den Full Hybrid, um auch wirklich elektrisch in der Stadt fahren zu können. Und aber natürlich auch einen signifikanten Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen. Unser Startpunkt hierfür ist der Honda e, der dieses Jahr auf den Markt gekommen ist, als ein kleines Stadtfahrzeug. Und das Fahrzeug ist als Urban Commuter konzipiert und hat auch, bin ich ein bisschen stolz drauf, auch echt einige Preise schon abgeräumt. Also sowohl den Red Dot Award als auch als erstes japanisches Auto den German Car of the Year Award. Wir sind aber trotzdem davon überzeugt, dass es einfach nicht ausreichen wird, ein Elektrofahrzeug zum Händler zu stellen und das Auto wie ein konventionelles Auto zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Zum Thema VXG haben Sie es genannt. Genau, da gibt es die verschiedenen Varianten. Der Honda e ist auch das erste Fahrzeug, was bidirektional mit einem CCS-Stecker laden kann. Und wir haben dann auch die passende Hardware da zusammen mit EVTEC entwickelt. Da wird der Maximilian Vetter nachher sicherlich zumindest technologisch auch kurz drauf eingehen, was EVTEC da in petto hat. Ja, wir arbeiten deswegen aber auch ganz intensiv an der Integration der Elektrofahrzeuge in intelligente Netze. Wir decken dabei sowohl das unidirektionale als auch das bidirektionale Laden ab, damit wir die Fahrzeugbatterie halt wirklich auch als Strompuffer verwenden können. Wir haben dabei alle möglichen Zielkunden im Blick, also sowohl was wir als V1 oder V2H bezeichnen, also den privaten Kunden, der seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, aber genauso größere Gebäude, Parkhäuser oder Firmen, die ein lokales Lastmanagement betreiben wollen. Last but not least haben wir natürlich auch
die Netzseite quasi als Kunden im Blick, um auch unseren Beitrag leisten zu können, um die Stromnetze zu stabilisieren und damit einen höheren Nutzen der erneuerbaren Energien auch zuzulassen. Was wir dadurch gemacht haben, ist, dass wir unsere Honda IMAS-Plattform entwickelt haben und natürlich auch in den nächsten Jahren kontinuierlich am Weiterentwickeln sind. Und über diese Plattform wird unser Kunde die Möglichkeit haben, mithilfe des Elektrofahrzeuges und auch anderen energiebezogenen Produkten einen Beitrag zu leisten, um die Netze zu stabilisieren und gleichzeitig seine Energiekosten auch zu senken. Ist jetzt nicht ganz so relevant für diesen Workshop, aber parallel dazu findet ja auch ein Workshop über Wasserstoff statt. Den Pfad vergessen wir natürlich auch nicht, weil wir müssen das Ganze letztendlich als einen integrierten Ansatz nehmen, einen ganzheitlichen Ansatz. Und Wasserstoff spielt da als Energiespeicher auch eine extrem wichtige Rolle. Zum Abschluss, das mündet dann in das, was wir unsere Honda IMAS-Strategie genannt haben, nämlich genau unsere Produkte auf der Energieseite mit den Produkten aus der Mobilitätsseite zu verbinden und das Ganze natürlich über die entsprechenden Services, um final die Expansion der erneuerbaren Energien gemeinsam voranzutreiben und unseren Kunden wirklich auch einen Mehrwert mit diesen Produkten zu bieten. Ja, vielen Dank von meiner Seite und dann würde ich direkt an Maximilian Vetter von EVTech übergeben. Ja, super. Herzlichen Dank. Das war das perfekte Blitzlicht. Herr Vetter. Genau, wir wechseln gerne die Folien. Ich spiele eine ganz kurze Frage aus dem Chat zurück, weil Interaktion ist ja wichtig im Workshop. Bidirektionale Ladung über Typ 2, ist das denkbar? Das ist das, was ich kurz angedeutet habe. Also bisher, der Nissan Leaf wird ja immer wieder als Referenz herbeigezogen, weil es halt wirklich das erste Fahrzeug war, aber mit CHAdeMO. Und wir haben mit dem Honda e jetzt tatsächlich Typ 2, also sprich den CCS-Stecker hier verwendet. Momentan machen wir das auch auf der DC-Seite. Also ich denke mal, die Frage zielt ein bisschen auf die AC-Seite ab. Das haben wir im Honda e jetzt auch noch nicht drin, weil wir dann natürlich einen bidirektionalen Charger im Fahrzeug bräuchten. Das ist dann letztendlich eine Frage des Use Cases, ne? Also wie viel Nutzen können wir dem Kunden dann zusätzlich anbieten? Aber es wäre natürlich interessant, vor allem für den Privatkunden, der auch entsprechend zu Hause mit einer AC-Wallbox bidirektional laden will. Also haben wir heute noch nicht im Feld, aber ist definitiv eine Option. Okay, super. Vielen Dank. Dann Herr Vetter. Danke für die Möglichkeit, hier auch EVTech vorstellen zu dürfen. Dank der kurzen Vorschusslorbeeren vom Herrn Fischer brauche ich da gar nicht groß ins Detail gehen. Wir sind ein Schweizer Unternehmen, entwickeln und bauen Hardware seit nunmehr 10 Jahren im schönen Luzern. Seit 7 Jahren machen wir diese auch bidirektional. Und wir wurden von dem Herrn Professor Franke gebeten, mal so ein kurzes Schlaglicht zu geben, wo wir denn technisch so die zukünftige Entwicklung sehen. Kommend von dem, wo wir heute sind, in dem Szenario weitermachen, wie das vorhin skizziert wurde, politisch-technisch ist alles gelöst und wunderbar harmonisiert, haben wir heute 2 Ladestandards, mit denen dieses bidirektionale Laden über Gleichstrom möglich ist, den CHAdeMO und den Combined Charging Standard. Die Hardware, die wir dafür anbieten können, standardbezogen, arbeitet jeweils mit 10 kW raus und rein. Das ist so als Hausnummer das, was sich da aktuell etabliert. Und auf der Grundlage haben wir auch mal versucht, so ein bisschen Szenarien zu spinnen, wie das denn zukünftig aussehen kann. In den vergangenen 7 Jahren, die wir diese Systeme betreiben, haben wir verschiedene Pilotprojekte gestartet, wenige in der Komplexität, wie das jetzt im Renobil-Projekt geplant ist, aber in Fragmenten haben wir bestimmte Einzelteile davon schon mal betrachtet und haben so verschiedene Strategieansätze rausgefunden, abhängig vom jeweiligen Use Case der Anlage. Ist es eine privat genutzte Anlage? Ist es eine gewerblich genutzte Anlage? Ist es was, was in einem industriellen Kontext steht oder einen reinen Forschungscharakter hat? Und wir haben so 4 große Anknüpfungspunkte. Das eine ist die
Maximierung des Eigenverbrauchs von selber erzeugter Energie. Das heißt, dass man die Energiewende nicht primär ins Netz bringt, sondern man guckt, dass man die Netzauswirkungen diesbezüglich minimiert und optimiert. Dass man schaut, dass man damit auf eine höhere Autarkierate der jeweiligen installierten Orte kommt, wo man weniger Netzbezug braucht, um dann auch Spitzen dort im Netz zu vermeiden. Und das Ganze insofern zukunftsfähig hält, dass man Vernetzung über alles stellt. Und wenn man das mal so ein bisschen weiter skaliert, dann sieht man, wenn man verschiedene solcher Systeme in unterschiedlichen Regionen in Verbindung mit volatilen Energiequellen platziert, hat man damit erstmal das Potenzial der lokalen Optimierung. Das entlastet die Verteilnetze. Wir sehen darüber, dass man mit lokalen Ansätzen in überregionaler Vernetzung perspektivisch eben den Punkt, dass man diese, das ist immer so schön von virtuellen Kraftwerken gesprochen, die aber primär erstmal dazu dienen, auf lokaler Ebene das Netz zu entlasten und dann darüber eben auch Übertragungsnetze zu entlasten und die erhöhte Einspeisung oder den Wechsel zu erneuerbarer Energieversorgung zu vereinfachen. Das so in a nutshell. Ja, danke, dass Sie bei unserem Workshop heute dabei waren, auch wenn wir, ja, wie das oft so ist, ne, dann doch ein paar kleine technische Probleme hatten, glaube ich, dass Sie hoffentlich einiges mitnehmen konnten. Ich würde mich super freuen, wenn das nicht das Ende ist, sondern wenn das eher der Beginn ist. Also jetzt hier nochmal ganz explizit die Einladung, starten Sie unseren Austausch, genau, und schreiben Sie uns einfach eine Mail oder geben Sie uns ein kurzes Feedback zum Workshop und lassen Sie uns Ihre Kontaktdaten da. Dann schicken wir Ihnen gerne im Anschluss von der Uni Lübeck aus eine Zusammenfassungsmappe, die alles enthält. Und gern beantworten wir auch noch die Fragen, die Sie uns dann noch im Anschluss stellen. Und wir sind heute auch den ganzen Tag als Uni Lübeck als Stand, als Ausstellerstand da. Das heißt, Sie können jederzeit noch zu uns kommen und uns ansprechen. Vielen Dank von der gesamten Runde hier. Und hoffentlich bis bald. Einen schönen Tag Ihnen noch.